Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Die erste Folge im neuen Jahr 2018. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ich wünsche euch, dass sich alle eure Wünsche und Vorhaben erfüllen, sofern ihr denn willens seid, da auch ordentlich nachzuhelfen. Ausfahrt TV im neuen Jahr. Ich habe schon angekündigt, einiges wird sich verändern. Wir planen neue Formate. Wir wollen aber auch an der Qualitätsschraube ein bisschen drehen, ein bisschen nach oben halt. Erstmal, was ist gelaufen? Tobi sitzt hinter mir und schneidet wie immer brav und ordentlich. Der schneidet gerade den Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo, den wir ja vor Weihnachten noch hatten. Ich habe gestern noch den Subaru WRX STI abgedreht oder STI, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Den werden wir dann nächste Woche schneiden. Also wir schneiden, ne? Ist klar. Also Tobi schneidet den dann nächste Woche. Den Porsche möchte ich noch zum Wochenende raushauen und den Subaru dann Anfang nächster Woche, sage ich mal. Wir bekommen morgen einen neuen Testwagen, den Mazda 6 als Limousine. Als Kombi habe ich ihn ja schon vorgestellt, als Limousine noch nicht, da freue ich mich. Können wir ein schönes Video draus machen. Und im Anschluss bekommen wir dann den Mazda 3 nochmal, weil da auch was bei der Produktion des Clips etwas daneben gegangen ist. Und da habe ich mir den jetzt nochmal geben lassen, werde den nochmal abdrehen und dann passt das auch alles wieder. Ja, zwischen Weihnachten und Silvester habe ich euch ja die Golf-Generation kredenzt. Da kam jeden Tag ein neuer Clip, Golf 1 bis Golf 6. Erstmal die, die sich fragen, wann kommt denn der Golf 7? Ja, gar nicht mehr, weil den Golf 7 habe ich sowohl als normalen Golf 7 als auch als Golf 7 2, also die, das nach dem Produktupdate, habe ich euch vorgestellt im langen Review. Da habe ich damals gesagt, ich muss die nicht unbedingt nochmal nachdranhängen. Das ist ein sehr wichtiges Wort, nachdranhängen. Bei den Golfclips gab es eine ganze Menge Kritik. Zu Recht, sage ich mal. Je jünger die Fahrzeuge wurden, umso harscher wurde auch die Kritik, weil jeder halt mitreden konnte. Ne? Ist ja klar, wenn du so ein Allerweltsauto machst, was jeder irgendwie mal gefahren ist oder wahrscheinlich sogar besitzt hat, dann können sehr viele Leute mitreden und dann fallen auch Fehlerchen auf, die der kleine Jan gemacht hat. Ne? Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Waren dumme Fehler dabei und kann das auch nicht schönreden. Ich kann mich dafür entschuldigen, ich kann euch versuchen, verstehen zu lassen, warum manche Sachen so sind, wie sie sind, weil die Leute da draußen ja immer das Gefühl haben, zumindest die, die noch nicht regelmäßig Ausfahrt TV gucken, dass wir unendlich viel Zeit haben, wenn wir mit unserer 200-Mann-Top-Gear-Crew quasi so ein Autoreview drehen. Fakt war, bei den Golf-Modellen hatte ich, glaube, 3 Tage Zeit, um 6 Autos zu drehen. Habe das mit 2 verschiedenen Kameramännern gemacht und auch nicht Auto 1 und dann Auto 2, sondern wir haben halt erst Innenräume gemacht, dann Fahreindruck immer hintereinander weg. Und dümmstes Beispiel ist natürlich, ich sitze im Diesel und frage mich, ob es ein Diesel ist oder ein Benziner. Und da sagen die Leute natürlich zu Recht, ja Jan, wenn du das vom Motorengeräusch nicht erkennst, dann bist du einfach fehl am Platz. Und da sage ich, ja, habt ihr recht, ist genau so. Und ich kann nur sagen, wenn du irgendwie ständig im anderen Auto sitzt und immer dir nochmal die Fakten schnell rausholst, irgendwann drehst du durch. Dann passt es nicht mehr. Ein paar Fehler ziehe ich mir nicht an. Ich habe natürlich mit dem Material gearbeitet, was man mir zur Verfügung gestellt hat. Und wenn da Fehler drin sind, kann ich das auch nicht besser machen. Beziehungsweise gibt das einfach, ne, bin ja obrigkeitshörig quasi, gibt das einfach direkt so weiter. Und im Schnitt sind dann auch noch 2, 3 Sachen passiert. Ist halt so. Wenn du mit Druck raus willst zum Ende des Jahres, dann passieren Fehler. Das ist nicht schön. Ein Kommentar hat mich besonders gefreut zu dem ganzen Thema. Ist ungefähr eine halbe DIN A4-Seite lang. Nee, eigentlich ist es, glaube ich, eine ganze DIN A4-Seite. Sehr konstruktiv. Der ist wirklich sehr nett geschrieben auch. Und sowas kann ich mir dann für mich am ehesten annehmen. Und da wird darauf abgestellt, dass wir doch die Qualität auch mal mit im Auge behalten sollten. Ne? Nicht immer nur Druck und raus, sondern auch auf die Qualität achten. Und das habe ich auch zum Anlass genommen, nicht nur das, sondern auch die teilweise echt heftigen Hater-Kommentare. Erbärmlich, du bist erbärmlich. Ja, Jan erbärmlich, so heiße ich. Aus der Mülltonne angezogen. Nee, das kam da aber gar nicht.
Da sind aber Sachen passiert, die sollen nicht passieren und es passieren immer noch Sachen. Tobi schneidet gerade den Porsche, habe ich keinen Schulterblick gemacht in der Moderation. Und da sage ich mir, Jan, ey, du machst diesen Zirkus jetzt seit 5 Jahren, seit ungefähr 3 Jahren drehst du das gleiche Format, es hat sich nicht so viel geändert. Und wie kann es denn passieren, dass du einfach ein Ding völlig vergisst? Das ist nicht zu entschulden. Also ich würde mich selbst rausschmeißen, ne? Wenn ich könnte. Aber es wäre zu kompliziert. Na gut, jedenfalls, wir arbeiten jetzt dran. Dann wollen wir uns nächste Woche 2 Tage Zeit nehmen, einfach mal zu überlegen, wie können wir die Qualität auch verbessern für die künftigen Clips. Finde ich auch immer sehr lustig, wenn die Leute denken, ich könnte nachträglich noch was in den Videos ändern, wenn die schon gesendet sind. Wie soll denn das gehen? Ja, jedenfalls, da wollen wir auch dran schrauben, sodass wir jetzt die ersten 2 Wochen schon eine ganze Menge zu tun haben. Ab dem 25. geht es dann wieder los, dass ich mal irgendwo hinfahre. Ich glaube, in dem Fall nach Stuttgart. Dann kann ich, glaube ich, die Woche drauf den Volvo XC40 drehen. Da freue ich mich schon drauf. Und im Moment bin ich dabei, dass ich bei der A-Klasse Weltpremiere auch noch dabei bin. Da habe ich im Moment noch kein Plätzchen. Vielleicht kommt das noch. Für mich ganz schwierig, das ist das erste Jahr seit 5 Jahren, dass ich nicht in Detroit bin zum Jahresanfang. Ja, und da wird auch noch die neue G-Klasse vorgestellt. Das ist richtig bitter für mich gerade. Selbst verschuldet natürlich, wie immer. Und aber es ist auch ganz schön, mal zu Hause zu bleiben. Ne? Gut, in dem Sinne, das reicht jetzt auch, glaube ich. Bleibt uns gewogen zum Wochenende der Porsche. Nächste Woche dann der Subaru. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Vielleicht machen wir zwischendurch noch was. Ich sage erstmal Tschüss, bis dann. Euer Jan.